fettes Teil, diese DC-3. Fett, aber nicht schwer. Gerade mal 240 Gramm wiegt das Depron-Fliegerchen aus dem Bausatz der Firma Lightflight. Hinter Lightflight steckt der nicht nur in der Fetti-Szene bekannte Jürgen Schönle. Fetti DC-3 wird aus tiefgezogenen Depron-Teilen zusammengesetzt. 3 mm stark ist das Material. Wer sich an den Bau wagen will, sollte ein wenig Erfahrung im Umgang mit dem Schaumstoff haben. Angetrieben wird die 2-Mod von 2 9 Gramm Nanomotoren. Bodenstarts von der Hartbahn sind problemlos, aber es geht auch vom Rasen. Gesteuert wird der Fetti über Höhen- und Querruder. Seitenruder gibt's nicht. Stattdessen eine Schubdifferenzierung, das funktioniert mindestens genauso gut. Im Flug mag die Fetti DC-3 vielleicht ja etwas plump daherkommen, aber die Landungen sehen immer elegant aus. Aber die hier. Irgendwann muss es doch mal klappen. Na bitte, wer sagt's denn? Passagiere glücklich und der Pilot auch.